Hey Leute, was geht? The Tyson Fitness hier und herzlich willkommen zu meinem Kniebeuge-Video von vergangenem Montag. Das heißt, wir hatten 165 Kilo, 5 Sätze, 4 Wiederholungen und ihr seht hier das Warm-up und vielleicht fällt euch auf, dass ich ziemlich ausraste. Tyson, was ist denn da los? Normalerweise doch immer so langsam im Warm-up unterwegs. Jetzt sind wir schon bei 90 Kilo. Ich hatte einen Booster drin und zwar für ein Video. Das Video wird auch noch kommen. Selbstgemachter Booster. Und das vergleichen wir dann mit einem kaufbaren. Auf jeden Fall nehme ich ja normalerweise nie Booster und genau aus dem Grund nehme ich keine Booster, weil es kaum Schwankungen ins Training. Keine Ahnung, ich bin halt da rumgejumpt, dann lagen da noch 95 vom Kreuzheben und dann, das war jetzt der zweite Satz schon damit, den ersten habe ich nicht aufgenommen, im ersten habe ich einfach mal 10 Reps damit gemacht, hatte keine Schmerzen im Daumen, ich mache ja normalerweise keinen Hook Grip, einfach da, aber ich habe Bock auf so eine Competition, mal One Rep Max, einarmiges Kreuzheben, das planen wir auf jeden Fall, erst recht, wenn ich mein eigenes Gym habe, da kommt der übelste Shit auf euch zu, der übelst kranke Scheiß. Und ja, dann direkt danach Kreuzheben gemacht, oh, zack, zack, direkt 150 Kilo Kniebeugen aufwärmen ohne Gürtel. Normalerweise höre ich ab, mache ich ja 140 mal 3 ohne Gürtel und danach mache ich mit Gürtel. War mir scheißegal. Ich bin einfach drauf losgerannt, hab gemacht und getan. Und ja, Booster halt. Das Video dazu kommt auch noch, dann mache ich auch ein Review und so ein Shit. So sind übrigens auch die 160 Kilo freihändig zustande gekommen. Die kommen auch am Ende von dem Video hier. Mache ich, denke ich, auch ein einzelnes Video noch dazu. Aber jetzt erstmal zum Training. Was war Sache? Da bin ich unten immer gegengekommen. Ich stand zu weit links. Da. Zack, mit der Innenseite von der Scheibe immer. Aber es war mir auch... ich habe geguckt und habe mich weiter gebeugt. Ne? Tiefe stimmt auch, meine Freunde. Also wer jetzt noch sagt, Tyson Tiefe... Fuck you. Fuck the haters, break the rules, meine Freunde. Und ich habe auch gleich eine Seitenansicht für euch. Also ich denke, Tiefe ist jetzt okay. Und damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Und Training ist auch gut verlaufen. Klar, es war jetzt auf Booster. Heute, beziehungsweise gestern, war mein zentrales Nervensystem total im Arsch. Und das Video, das Training habe ich auch aufgenommen. Hat aber trotzdem gut funktioniert. Ich habe halt nur Sumo-Kreuzheben Speed ausfallen lassen, weil ich war richtig fucked. Also komplett die Kinetic Chain, also die Post... Die Posterior Chain, total im Arsch. Look at them legs, though. Der Beinbeuger da am Start. Das sind ein paar Beine. Das sind ein paar Stelzen. Hör mal. Es ist ja Stelzen. Da, Tiefe stimmt auf jeden Fall. Oder? Yeah, wahrscheinlich. Tiefe stimmt. Oder? Wahrscheinlich stimmt die Tiefe. Oder? Und, ey. Ja, Leute, ihr kennt mich, der geldgeile Hustler, ja, Freunde, ich mache jetzt nicht nur hier Business, ja, und ziehe euch das Geld aus der Taschen, sondern auch auf meinem neuen Gaming-Channel. Und zwar, ich zocke für mein Leben gerne eigentlich auch und habe aber durch dieses YouTube-Business so ein bisschen den Spaß daran verloren, weil ich es ja nicht mehr aus einem bestimmten Grund mache, mit einem bestimmten Ziel, weil durch dieses ganze... selbstständig sein, in Anführungszeichen, hat man ja an sich immer irgendwo was Sinnvolles zu tun, oder? Wenn es nicht gerade Training ist und Mobility, Business, ne? Den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Und deswegen habe ich natürlich nicht aus dem Grund, aber deswegen habe ich jetzt einen Gaming-Channel gemacht, weil ich übelst gerne game und dazu auch eigentlich, ich denke ja, ab und zu bin ich ganz lustig. Ich glaube, beim Gaming bin ich erstmal am Anfang ein bisschen verklemmt. Wie immer sei, wenn ihr euch dafür interessiert, Link in Description, ja, also abonniert den Shit, meine Freunde. Aber Tiefe, Freunde, schaut euch mal an, das ist doch, das ist wunderschön, oder? Das ist doch, hier, Silly, absolut, da, guck mal, die, ja, genau, auf jeden Fall war ich so zerklatscht auch, Post-Squats wollte ich danach machen und habe ganz vergessen, dass ich die normalerweise nur mit Zughilfen mache. Bin ich dann gleich auch zu umgestiegen. Das ist jetzt so ein bisschen der langweilige Teil. Danach kommt der freihändige Teil. Der ist ja wieder ein bisschen interessanter. Interesting, meine Freunde. Und, ja, ne? Liken nicht vergessen. Teilen. Money. Money makes the music, meine Freunde. Money makes the music und deswegen... ihr wisst Bescheid.
Ja, also da halt Zughilfen. Warum mache ich das? Damit ich oben weniger Stabilität habe, mehr mit dem Rumpf arbeiten muss. Einfach nur wieder Rumpfstabilisation ist beim Beugen und Kreuzheben sehr wichtig. Betone ich immer wieder, auch in meinen Tutorial-Videos, meine Freunde. Gönnt sie euch, weil. So, jetzt hören wir aber auch auf mit dem Money makes the music. Denn da, aus dem Grund machen wir das nicht. Obwohl, warum? Warum mache ich eigentlich YouTube? Warum mache ich das? Ich möchte das jetzt mal kurz ansprechen hier. Und zwar, ich mache YouTube nicht just for fun. Das muss euch klar sein, das muss meinen Zuschauern klar sein, das muss aber auch, ja, das muss euch einfach klar sein. Das ist eine Form von Geschäft. So, das Glückliche oder womit ich halt Glück habe, ist das, was ich hier mache, die Videos, das Entertainment, so zu sein, wie ich bin, das macht mir Spaß. Ja, und es entertaint euch und ihr könnt noch was dabei lernen. Ja, aber trotzdem mache ich das ja nicht nur zur Belustigung, sondern ich möchte natürlich auch Geld damit verdienen. Ja, und das nochmal dazu, das Ding hier ist mein Business und ich tue auch alles dafür, diesen Sport und dieses Ding hier weiterzutragen und attraktiver zu machen. Mir geht es darum, diesen Sport zu verbreiten, das attraktiv zu machen, dass ihr was davon habt, aber dass auch ich was davon habe. Klar, ich darf auch nicht zu kurz kommen, deswegen mache ich das Ganze hier. Und das funktioniert auf einer Geben-Nehmen-Basis, nochmal kurz angeschnitten deswegen. Und solange ihr davon profitiert, sehe ich daran keinen Nachteil für euch. Und ja, schauen wir uns mal die freihändigen Kniebeugen an. Auch hier jetzt die Warm-Up-Series, 120 mal 2 gerade, dann 130. Also ich habe mich so langsam hochgedingst nach den ganzen Kniebeugen, nach Paw-Squats habe ich noch freihändige Kniebeugen gemacht. Und da auch 140 jetzt. Das sieht so viel aus, der sieht aber auch nur so aus. Ne, 150 sind es jetzt schon. Danach kommen 160. Und warum die Rebands, warum jetzt auf einmal wieder Knee-Sleeves? Weil ich mich jetzt in den 5 Monaten ja, vorbereite auch. Also in 7 Monaten, 6, 7 Monaten steht der Wettkampf an, möchte mich an Knee-Sleeves gewöhnen und es wird kalt im Moment. Das heißt, bei kurzen Hosen trage ich immer Knee-Sleeves, wenn es kalt wird, weil sonst fühlt sich das für mich einfach scheiße an am Gelenk. So, 160. Der Hustle am Start, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Peace.